Psst. Howdy beieinander, da bin ich doch schon wieder. So, was hast du alles geklärt mit den Leuten hier? Einfach nur, was heute ansteht und wo NNO spielt, nachdem sie heute 2-0 gewonnen haben. Mhm, gegen wen spielen wir denn als nächstes überhaupt? Ja, zeig ich dir. Ja, zeig mal her. Jetzt gehen wir mal rein hier in die Tabelle. Nächste Runde wird richtig hart gegen Big, ne? So wie das aussieht. Danach haben wir haben Maus, Austrian Forst, Evi, alle im oberen Baum. Aber unten ist Escape Prime, Eintracht, Unicorns. Ich glaube, wenn wir jetzt die ersten zwei Runden holen können, dann haben wir echt eine gute Chance, bis ins Finale zu kommen, ehrlicherweise. Bei Austrian Force auch nicht schlecht ist. Aber erstmal ein wichtiger Test heute gegen West, ne? Weil die meisten Teams. Kannst du nochmal auf die Gruppen gehen? Wie sind die rausgekommen aus der Gruppe? Okay, zweiter. Haben die zweimal gegen SK, gehen wir auf die Games? Haben die zweimal gegen SK verloren oder einmal gewonnen? West hat gegen SK verloren hier. Und West hat gegen SK verloren da. Okay, also zwei Loses gegen SK. Kannst du mal auf die Games draufgehen, wie knapp die waren? Spiel 1 Details. Sieht man da nicht mehr? Sieht man nicht die Game-Time oder so? Nee. Das ist ja richtig scheiße gemacht, ja? Da steht nirgends die Game-Time oder so dran, ne? Schau. Ich glaube, SK tritt aber nicht mit dem Main-Team an, ne? Sondern die treten mit Avarossa an. Ja. Okay. Erstmal bin ich auch mal gespannt, wie weit Avarossa kommen kann, realistisch. Ich glaube, wenn die gegen Tier 1, also gegen Schalke oder Eintracht spielen, könnte ziemlich hart werden. Das könnte ziemlich hart werden, indeed. Aber eine Menge gute Teams dabei. Mit welchem Roster tritt Eintracht ein? Weißt du das? Gehst du mal kurz drauf? Okay, die spielen fulles Lineup. Ich bin mal gespannt, ob sich bei denen auch was ändert nächstes Jahr. Man geht los? Eine Minute ungefähr. Sollte gleich losgehen. Das ist bloß, die müssen den Delay aufbauen. Ich glaube, der ist 4 Minuten, ist der. 6 sogar. 6 Minuten Delay. Heilige Scheiße, ey. Wie viel LP bin ich denn jetzt im Plus gerade? Ich glaube, 4 LP habe ich heute gemacht in 2 Stunden. Das ist natürlich sehr krass. Das ist sehr krass. Was mit der Hymne? Erst sobald das Game startet. Ne, actually können wir jetzt die Hymne machen, oder? Ja, wenn du magst. Okay, Leute. Ich muss meine Flagge kurz finden, wartet. Ja, sie. Bitte alle einmal aufstehen für die Hymne von NNO. Kommt nicht. Das ist sehr auf Gott gerade. Ich hab die Hand schon auf dem Herzen. NNO, mein Verein. Du hörst den nur nicht. Ich will für immer bei dir sein. Wenn mich die Solo-Tür überfordert, hilft nur noch den Orga. NNO, mein Verein. Ich will für immer bei dir sein. Nichts macht mich so froh wie du. Nur NNO. Du musst den Ton auch andrehen, wenn du die Hymne hören möchtest. Ich kann die Hymne bei Herz, weißt du? Ich kann die Hymne bei Herz. Sie ist vorbei. Mittlerweile also, schau mal, wie gut ich mittlerweile die Flagge schwenken kann. Siehst du das? Das hat der Toni krass, beigebracht, oder? Ja, stimmt, tatsächlich. Weil die das bei dem Red Bull Event gemacht hat. Das ist so eine Apropos Red Bull Event, das ist ein guter Überleiter. Oh mein Gott. Wow! Gibt es denn noch Karten für ein Red Bull Event in Frankreich, wo die Na, Unterkunft klar. für einen Tag nur 600 Euro kostet? Das glaube ich nicht, dass die so viel Paris kostet. Paris ist so fucking teuer, ich habe schon geguckt. Das okay. ist so teuer, Mann. Weil ich geguckt habe für die Mods, ob ich ein paar von den Mods hinholen kann. Mhm. Aber es ist so crazy teuer, Mann. Paris. It's actually scary. Sind noch einige Karten da. Auch da, die Zuschauer können gerne mal Feedback da lassen. Das steht jetzt im Raum, ob eventuell sowas wie ein Shuttle oder so organisiert wird. Weil das natürlich ein bisschen einfacher ist, dann nach Paris zu kommen. Wenn da Interesse besteht, einfach mal Feedback geben. Und dann kann man gemeinsam hinfahren. Schmeckt?
Sehr gut sogar. Hey. Wie funktioniert das mit der Waage? Ne? Ich habe mich jetzt letzte Woche gewogen und habe genauso viel gewogen wie nach Brasilien. Und jetzt habe ich mich heute gewogen und jetzt habe ich 2 Kilo weniger gewogen. Hast du davor geschissen? Das kann ja nicht sein. Nein. Ich habe jetzt gerade, war ich auf dem Klo. Okay. In der kurzen Zeit hast du geschissen. Na gut, dann ja. Rein ins Game. Und damit gute Überleitung, wir gehen rein ins Game. Danke Jan, du hast das wirklich sehr, 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 sehr awkward gemacht, diese Pause. War sehr zu schätzen. So, ich leg mal das Headset ab, ich habe genug gehört. Wir gehen rein ins Game, Leute. Und wie sich immer morgens nach dem Schlafen, ja, hab ich ja, hab ich ja. Freddy, der Speed-Scheißer. Ich meine, seit Mexiko bin ich einfach schnell, wisst ihr? Seit Mexiko bin ich einfach wie der Flash. Ich esse gerade. Guten Hunger dir, ne? Ich hoffe, es hat eine gute Konsistenz. So, jetzt gehen wir aber rein ins Game. Was haben wir hier für Lineups? Wir haben Jax gegen Gnar. Jax aktueller absoluter Powerpick, aber Gnar auch einer der absoluten Powerpicks. Sehen wir sehr, sehr viel. Ich kann nicht wirklich einschätzen, wie das Matchup ist. Da bräuchten wir jetzt Tolkien, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe immer das Gefühl, dass es nicht so schlecht ist für den Jax. Aber wenn der Gnar einen kleinen Lead aufbauen kann, dann wirkt es immer so, als könnte er die Lane snowballen. Das heißt, es ist ein bisschen abhängig vom Jungle. Wir sehen im Jungle den Skarner gegen Ivan, beides Top-Tier-Jungler aktuell. Persönlich halte ich Skarner für extrem overtuned, hat in allen Aspekten des Games sehr, sehr starke Power-Spikes. Scarf ist jetzt hier in Gefahr, wird flashen müssen. Wir sehen sogar einen Lane-Swap, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, wir sehen hier einen Lane-Swap, so wie es aussieht, von unserem Team. Wollen sich lösen aus der Gnar-Jax-Lane, verlieren aber Flash und sind im Jungle jetzt sehr behind im Tempo. Beide Jungler, beide Top-Laner sammeln jetzt hier in der Mitte erstmal ein wenig Erfahrung. Was mittlerweile relativ normal ist, oft macht man es auch mit dem Supporter. Dieser neuartige Lane-Swap ist so komisch. In der Mitte sehen wir Ori gegen Syndra, klassisches Matchup, beide sehr, sehr stark, gibt sich relativ wenig. Ori sollte im Early dieses Matchup gewinnen. Syndra kann später natürlich bursten, Syndra brutales Scaling, aber Ori auch sehr gut dabei. Jhin gegen Jinx, ne? Jhin in meinen Augen die etwas bessere Wahl aktuell. Crit AD Carry ist in der Regel ein bisschen schwächer, aber gegen Triple Tank und wenn das Game lang gemacht wird mit einer Ivan-Kombo, kann natürlich eine Jinx wahnsinnig stark sein und extrem hart carryen. Und dann haben wir natürlich noch den Tahm Kench als zusätzliche Sicherheit. Kann aus der Skarner Ult retten, kann aus dem Leona Lockdown retten, kann aus der Shockwave retten. Das heißt, hier gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial. Und jetzt sehen wir, dass das Team Vess früh am Turret ist. Und wenn viele Leute realisieren das nicht, warum Lane-Swaps so gefährlich sind weg von der Botlane, hat damit zu tun, dass die Turrets in League of Legends unterschiedlich befestigt sind. Das heißt, der Top-Lane-Turret ist härter befestigt als der Bot-Lane-Turret. Und damit versucht Riot zu verhindern, dass du Lane swappen kannst mit diesem Change. Ihr seht, dass der Top-Turret fast keinen Damage nimmt von den Minions und den Spielern, während der Bot-Turret instant 2 Platten verloren hat. Beide Teams spielen hier den Lane-Swap etwas kryptisch, aber gerade obwohl wir Platten verlieren, gewinnen wir den Lane-Swap. Warum? Unser Jax ist unter dem Turret und wird nicht gezoned. Das heißt, unser Jax bekommt Erfahrung und wird jetzt ein 1 bis 2 Level Lead auf den Gnar haben, was ihm später einen wahnsinnigen Sideline Advantage gibt. So. Die Gegner haben den Lane Swap massiv misplayed, haben wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung mit dem Lane Swap bis jetzt gehabt und haben den hier sehr, 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 sehr schlecht ausgespielt. Der Ivan hat seine Route lang gezogen, war nicht botnah, ist jetzt 1-2 Camps ahead, aber seine Camps sind down und unser Jungler kann jetzt noch farmen und jetzt reswappen wir. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir neutral im Jungle sind. Wir sind neutral in der Mitte, außer wenn wir hier den Kill kriegen und das sollten wir. Schön von Lucky, ne? Kriegt den Puffer mit dem E, der connected. Davor der Flash gezogen von Schlatan. Und jetzt muss man einfach nur Shiggy unten beschützen. Der darf hier nicht sterben und er sollte auch nicht sterben. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass er stirbt hier. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Und das ist der Einzige, der Flash hat. Das heißt, wir kriegen 2 Kills, aber wir verlieren die Wave. Das ist sehr frustrierend für Shiggy, dass Schlatan seine Raptoren da macht und nicht rechtzeitig runterkommt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Zane, danke dir für den Raid-Chat. Schön, dass du da bist.
Ich hoffe, da hast du einen schönen Stream. Ich hoffe, heute war die LP mal wieder günstig, du. Mortadella TV, vielen lieben Dank für den Support. So, und jetzt gehen wir aus dem Laneswap raus und was wir sehen ist, unser Toplaner ist wahrscheinlich ein bis zwei Level ahead hier. Und man sieht einfach diese Level. Seht ihr, wie diese Level arbeiten? Der könnte jetzt hier Flash Auto wählen. Er hat keinen. Ja, geht nicht hinterher. Das ist gefährlich mit der Transformation. Aber er sollte jetzt noch ein Level extra kriegen, weil die Wave auch zu ihm stackt, wisst ihr? Zero, vielen lieben Dank für den Support. Welche Runde ist das? Das ist die. Das Achtelfinale ist das, glaube ich. Das Achtelfinale. Und der Gnar muss jetzt weggehen oben. CS-technisch werden wir auch ein bisschen aufbauen können auf der Top-Lane zusätzlich. Und jetzt, wir sind Bot-Lane, sind wir even. Wir sind Mitte ahead durch die Roams, durch die Präsenz von Lucky, von Scarface und von Schlatan. Im Jungle, wie gesagt, da sind wir halt neutral. Ne? Jetzt kommen dann die ersten Objectives. Wir sollten auf jeder Lane aktuell Pressure haben. Auf jeder Lane aktuell Druck haben. Zwerg, grüß dich, schön, dass du da bist. Heute ging mal wieder was. Nice. Hoffentlich kam die LP so richtig rein bei dir, Junge. Das ist immer das Wichtige. Guten LP-Gains. Woche richtig starten. Wir sehen auch Serien Zoned hier. Weiß, er hat Level 6 Advantage. Wenn die Syndra zu nah ransteppt, kann Schlatan hier sofort abholen. Wurde aber wahrscheinlich auf dem Control Board gesehen. Das heißt, Litchi muss hier noch einiges abgeben in der Mitte. Natürlich kann er die Wave noch farmen, er wird wahrscheinlich eine Wave behind sein. Serien muss ein bisschen aufpassen hier. Wenn der Stun sitzt von der Syndra, kann der Thumbkin connecten mit seinem W. Wir werden vielleicht gleich eine Poke-Ult auch sehen von Serien. Er hat Flash, das heißt, in so einer Situation kann er sich überlegen zu flashen. Und jetzt wird die Wave oben gestackt. Wir wissen, wo der Ivan ist. Schön gemacht vom Gnar. Aber er ist leider einfach so weak. Er ist zwei Level behind. Wie gesagt, der Laneswap wurde misplayed. Und dann wirst du gedived auf der gestackten Wave. Und Toplane ist nie mehr spielbar in diesem Game. Die Toplane ist nie mehr spielbar. Und Leechy jetzt auch in Gefahr. Wieder Lucky roamed rein, kriegt den CC. Serien steht bereit. Und wir sehen eben, was so ein Tier-1-Team ausmacht gegen ein Tier-2, gegen ein Tier-3-Team aus der nationalen Szene, ist halt einfach dieses Verständnis von Tempo und die Bewegungen auf der Karte. Allerdings verliert man jetzt hier unten den Turret, das bedeutet eine Menge Gold für die Jinx. Shiggy steppt nochmal vor, kann man das defenden? Der ist sehr low, der Turret. Man hat nicht genug Damage, um die wirklich wegzusaunen. Und wir müssen auch aufpassen, die wird excited, sobald der Turret stirbt. Der ist natürlich sehr gerampt jetzt, der Turret gerade. Kann nochmal für eine Wave, kann man ihn nochmal contesten hier, aber das wird wahrscheinlich das höchste der Gefühle sein. Trotzdem, Mitte ist komplett over und Toplane ist komplett over. Das heißt, man kann hier, also es ist überhaupt kein Problem, dieses Opfer zu bringen, seine Botlane ein bisschen behind zu setzen mit den Lucky Roams. Ist Comet of Syndra normal im Competitive-Bereich? Ja. Ne, das ist auch in Solo-Queue normal. Das ist einfach Lane-effizient. Also du machst einfach auf der Lane mehr damit. Und die Lane ist halt sehr, sehr wichtig im Pro-Play. Wie gesagt, dieses System des Tempos, weißt du? Das ist halt, oh mein Gott, der Turret ist tot. Sie ist excited. Das ist ein Desaster von unserer Botlane. Das ist was ganz Normales, was gerne mal passiert. Ist halt einfach, du willst den Turret nicht aufgeben. Und da haben sie jetzt aber einen riesigen Fehler gemacht. Weil jetzt sind wir auf der Botlane 1,5k Gold behind. Und haben den Gegner eine Win-Condition gegeben über die Jinx. Also das ist wirklich ein gigantischer Fehler von unserer Botlane gewesen. Dass man da greedet für den Turret. Man muss da in so einer Situation, das ist schwer, weil man selber nicht so weit behind sein will. Aber ihr müsst in so einer Situation einfach bereit sein zu sagen, okay, wir haben jetzt praktisch Toplane und Mitte gewonnen. Okay, wir machen jetzt hier, wir gehen jetzt Botlane raus. Wir nehmen das L. Unser Team kann tragen. Noah 96, danke dir für die 21 Monate. Das letzte Turnier, also ist dann wirklich Schluss mit NNO Prime? Ja, es ist Schluss mit NNO Prime. Das ist das letzte Turnier für NNO Prime. Danach laufen die Verträge aus und unsere Spieler finden hoffentlich alle gute Teams da draußen. The Lighty 7, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Oh, schön gespielt hier von Leechy. Der hat auch noch Flash, aber wird einpredicted natürlich. Und Serien kriegt seinen dritten Kill hier. Der Goldlead ist nicht so hoch, aber trotzdem sieht man einfach einen klaren Momentum-Vorteil
und Erfahrungslead auf vielen Spielern von uns. Breslov Peter, Maxi King, vielen lieben Dank. Hat Serien einen LEC-Platz? Dazu darf ich mich nicht äußern. So. Gibt es schon ein Team, was euren Spot bekommt? Naja, wie gesagt, also wir prüfen gerade, ob einfach NNO Alt selber spielen kann auf dem Slot. Das wäre unser Wunschtraum, aber wir wissen nicht, ob das realistisch ist. Weil die deutsche Szene sollte signifikant schwächer werden im nächsten Jahr. Dann kann man vielleicht einfach selbstständig spielen, wisst ihr. So. Ein Glück hast du so ein Pokerface. Ich bin ein verdammt schlechter Lügner, habe ich das Gefühl manchmal, ja. Ich bin echt, also manchmal würde ich gerne ein bisschen besser lügen können, Leute. Dann wird Deutschland schwächer und die Blase ist geplatzt. Also das Problem ist einfach, dass den meisten Orgas das Geld ausgeht. Also Gerüchte halber wollen 6 Teams die Liga verlassen oder signifikant downgraden. 6 Teams. So, von 10. Danke an Lapollon, vielen lieben Dank. Und Klogeist, einen traumhaften wünsche ich. Da muss man mal schauen. Bekommt das? Ist einfach, weißt du, das Problem ist halt einfach, dass die Reichweite nicht da ist, um Spielergehälter und dieses professionelle Level zu tragen. Du musst verstehen, dass so eine Operation wie NO Prime zum Beispiel hat über 400.000 Euro gekostet in einem Jahr. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen, weißt du, das ist ja eine gigantische Summe. Du musst halt einfach Gehälter bezahlen. Du brauchst viele Mitarbeiter. So, und das ist halt einfach, also das Gefühl ist es halt einfach so, dass, also wenn ich mich erinnere, als wir früher Competitive gespielt haben, da haben wir nichts bezahlt bekommen, sondern wir haben Geld gezahlt dafür, dass wir spielen durften bisher. Und das hat sich sehr geändert, was natürlich schön ist, aber das Geld ist gefühlt einfach nicht da. Danke an Stephen Fink für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Willkommen unter den Jax. Ja, aber ihr seht, das ist einfach dieser Lane-Swap. Wenn ihr den korrekt ausspielt, dann gewinnt ihr einfach so viel auf eurer Top-Lane. Wenn ihr die Wave-States versteht, wisst ihr? Schöner Flash da auch von Jax natürlich. Sehr, sehr schön. Und das ist halt jetzt, ne? Stellt euch vor, der Fehler auf der Botlane passiert nicht, dass Shiggy und Luggy da greeden. Ja, aber Lucky hatte sehr gute Roams, der ist dafür verantwortlich, dass Mitte so weiter hält. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Der hatte da sehr, sehr gute Roams in die Mitte rein. Trotzdem, die Win-Condition ist natürlich noch da. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die nächsten Drakes bekommen oder halt viel auf der Sideline gegen traden. Scarface kann hier einfach den Gnar runterrennen. Die Psychose. Ein Game-Commentary? Wie meinst du Game-Commentary? Ich mach doch die ganze Zeit Game-Commentary. Was, ich rede die ganze Zeit über das Game. Ich rede seit 13 Minuten über das Game. Ich habe gerade eine Minute über was anderes geredet. What the fuck? Danke an Sir Boden für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Willkommen. So, das ist der arme, mein Gott, die arme Psychose. Nein, nicht Psychose. Oh, er ist verkackt. Macht wahrscheinlich viel Unterschied. Serien ist auch da. Jetzt ist wichtig, dass wir rauskommen. Serien kann hier nochmal einstrudeln, aber hat nur einen erwischt. Das heißt, Schlatan sollte einfach raussegeln. Man kann sich jetzt sogar überlegen, dass man Scarface ganz schnell Bot stellt, damit er da auch noch den Tier 1 bekommt als erstes. Der Drake in 230. TP ist allerdings nur von Top ab. Das heißt, vielleicht muss er nach oben. Litchi hier jetzt in Gefahr, ist wieder tot. Wollte da Kenze. Man sieht jetzt schon die Verzweiflung von Wes langsam, weil sie einfach komplett auf der Map outplayed werden. So. Und Peter Pan, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Ja. Geht es den ausländischen Ligen denn besser? Nein. Also mein Verständnis ist, dass eine Szene komplett dicht macht und sehr viele Zweit- und Drittligen einfach eingestellt werden. Das ganze Ökosystem National League eSport blutet gerade. Das blutet überall.
Ich glaube, Frankreich erste Liga wird weiterhin sehr stark sein. Darf man surrendern? Nein. League stirbt ganz und gar nicht. League stirbt ganz und gar nicht. League geht's unfassbar gut. Bloß National League geht's nicht gut. Aber League geht's unfassbar gut. Man schaut euch die Worlds-Zahlen an. League geht's wahnsinnig gut. Das ist einfach, die Leute wollen, also National League ist einfach nicht so interessant, wenn du halt Top-Liga und Worlds und MSI und so hast. Ist einfach nicht so interessant. Es gibt halt zu viel Content mittlerweile, glaube ich. Und dadurch, dass du halt auch bei den, also ich finde, EU Master hat als Turnier versagt und erzeugt keinen Hype. Früher in der National-Szene, du konntest aufsteigen in die LEC, wisst ihr ja? Du konntest in die LEC aufsteigen und das hat natürlich einen ganz anderen Hype erzeugt. Mhm. Danke an Potze und James D. Kirk, genauso wie der Neulingsboy, einen wundervollen. Nice. Garfis geht hier rein. Der ist sehr tanky, aber ist in allem drin initial. Mit der Ult natürlich. Schöne Ult von Lucky hier. Shiggy moved vor. Ist jetzt ein bisschen in Gefahr. Oh, die Schock. Schlatan setzt nach, kriegt noch einen Kill. 4 für 0. Und jetzt die Snipes. Brücke 1, Junge. Boom. Alter, die Ult von Serien war nasty, ey. Ja, Vess kann hier gar nichts machen. Die haben einfach zu wenig Damage. Die Jinx braucht noch 2 Items, bevor sie überhaupt durch die Frontline durchkommt. Syndra ist zu sehr behind gesetzt. Ich meine, der steht 0-6-0. Das könnte ich sein, ne? Also, das könnte ich sein. Und das, man merkt halt einfach den Klassenunterschied. Also, unser Team auf dem aktuellen Patch wirkt absolut unschlagbar, muss ich sagen, bis jetzt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es aussieht, wenn sie gegen ein Tier-1-Team wie die Eintracht... Oh, schafft er den Drift? Okay. Formel-1-Musik an. Kollege. Mein Gott, Alter, die Solo-Lanes stehen 0-5 und 0-6-0. Das ist ja ein absolutes Desaster. Jetzt, sie müssen chasen, sie müssen ja was finden. Sie kriegen einen Root auf Serien, aber sie machen einfach keinen Schaden. Und bald ist die Shockwave wieder ab 9 Sekunden. Aber wenn Schlatan hier stirbt, dann kommt der Reset raus. Serien muss hier flashen auf dem Thumb. Dodge die Zunge. Zunge kommt durch. Jetzt die Shockwave ab. Shockwave trifft nur einen. Mattinger setzt nach. Serien wird hier auf jeden Fall sterben. Man hat Overstep. Die Daisy kriegt ihn. Da hat man es zu sehr gefühlt. Da hat man es zu sehr gefühlt bisher. Das war wieder ein Riesenfehler. Unser Team da ist natürlich sehr overset. Aber jetzt kommt Scarface und geht 1 gegen 4 rein. Kriegt leider nur einen Kill, aber protectet die Bounty vielleicht sogar. Was ein Movement, aber ein gutes Movement, ja. Ist aber trotzdem natürlich ein krasser Overstep. Sie hätten einfach rauslaufen können am Anfang. Also. Serien ist mechanisch so gut. Das wäre eine Schande, wenn der Mann nicht LEC spielen würde nächstes Jahr, ja. Ich glaube, dass fast jedes LEC-Team von Serien profitieren könnte. Der ist so gut. Vielleicht hat Caps dann endlich mal Competition, ja. Wie heißt der Kerl, der Fnatic gehintet hat? Humano irgendwas? Den kann man doch schon mal rausheaten, ey. Fnatic, wenn ihr das hört, ich hab da was für euch, ne? Danke an Krawalligel für den Support. Willkommen. Denkst du, Toplane ist eine gute Lane aktuell? Ist okay. Gibt sehr viele sehr starke Champions, aber Toplane ist halt immer so weit weg vom Geschehen, ne? Damit musst du halt einfach umgehen können. Wer hat den eigentlich gescoutet? Unser Coach, der Kanani, hat den gescoutet. Der hat gesagt, hey, können wir uns den leisten? Unser Budget war nicht da am Anfang. Dann hat er gesagt, notfalls verzichtet er auf Gehalt. Und dann haben wir es irgendwie hingekriegt, dass er nicht auf Gehalt verzichten muss. Dass wir den einkaufen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Ja, ich glaube, wir haben einfach mehr Geld ausgegeben. Wir haben immer gedoubled down. Enemy, double down, boys. Aber nächstes Jahr klappt es bestimmt. Oh, Schlatan wieder overstayed und da kommt der erste Jinx-Reset. Das wollen wir auf jeden Fall nicht geben. Die Zunge geht raus auf Scarface, der geht erstmal zurück. Und jetzt sehen wir schon 2 Items auf der Jinx. Wenn sie noch ein Item bekommt, ist das Game losable. Die Psychose jetzt in der Flanke. Sehr, sehr gute Narbe auch. Shiggy hat noch Flash, muss ihn wahrscheinlich auch zünden hier.
Psychose läuft weiter nach, flasht, aber verfehlt seinen Boomerang, wird jetzt einfach gebürstet. Oh mein Gott. Und jetzt sterben sie alle und da kommt der Doppel-TP. Und jetzt hast du noch den Damage. Kriegen sie Limitless. Limitless rennt. Limitless tot. Und jetzt kann man die Kröte vielleicht auch noch abholen hier. Serien geht nach. Aber da kommt der Dash raus mit dem Tamkenschwee. Mein Gott, die arme Psychose. Mein Gott, die arme Psychose, Leute. Oh mein Gott, die Jinx versucht alles, die Botlane versucht echt alles. No, Scarface, er ist doch schon 0-7. Er ist doch schon 0-7. Okay, Leute, wer wird am Ende mehr Tode haben? Die Psychose oder die Lychee? Was meint ihr? Wer wird am Ende mehr Tode haben? Kannst du eigentlich die Werbung von deinem Stream beeinflussen? Nein. Kann ich nicht. Also die Werbung von meinem... Die Werbung, die Twitch schaltet, ist, glaube ich, nice try mit der Rocket. Sehr schönes Timing auch. Der Tamkench hatte Hoffnung da. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt Limitless und Mattinger und ihr drückt Tap in dem Game. Wie geht ihr damit um? Stellt euch mal vor, ihr drückt Tap und dann guckt ihr und hovert über euren Toplaner und da steht einfach Chef Strobel drauf. Was macht ihr dann? Das ist einfach, du hast einfach Chef Strobel und Trimax im Team, Scheiße, Mann. Schlecht gelaufen, du. Das Team, also ich meine, unser Team trollt schon so ein bisschen gerade. Die haben gerade zu viel Spaß. Das ist sehr unsauber. Hier wird overextended. Aber es ist halt einfach so egal. Sie sind so weit vorne. 13k Gold. Man kann jetzt einfach, schaut euch Scarface an. Ihr divet die Tier 2 einfach ganze Team tot. Rennen, Limitless. Rennen. Lychee kommt noch in die Base. Lychee, wenn du jetzt nicht stirbst, wenn du nicht stirbst, dann hast du genauso viele Tode wie dein Toplaner. Dann ist alles gut. Du musst jetzt stark bleiben. Nein, Lychee! Oh no. Ja, 22 Minuten. Ich glaube, NNO Prime hat bis jetzt jedes Game in so 20 Minuten gewonnen, das wir bis jetzt gesehen haben. Das ist einfach ich glaube, sie hatten kein Game über 26 Minuten bis jetzt. Das ist so krank, Gnar noch nicht mal sein erstes Item vollendet. Naja, der hatte eine sehr schlechte Zeit, der arme Gnar. Der hatte wirklich eine sehr schlechte Zeit. Warum bekomme ich eine McDonald's-Werbung auf Französisch? Also wie das funktioniert ist, dass du kaufst Media-Budget bei Twitch und dann wird es ausgestrahlt an Leute, von denen man denkt, dass die Werbung bei ihnen sinnvoll wäre. Das heißt, was das bedeutet ist, dass du fett bist, deswegen kriegst du McDonald's-Werbung und dann zusätzlich bedeutet das, dass du wahrscheinlich dein VPN dich nach Frankreich zieht. Das ist so ist die Auswertung. Und wir kriegen noch mal ein paar Highlights, Leute. Das hier ist der erste Raum von Lucky in die Mitte, nachdem praktisch Schlatan schon den Flash gezogen hat. Da kann Lychee nichts machen. Ne? Der muss die Wave da auspushen. Hier ein großer Fehler von unserem Team gewesen, dass Shiggy hier stirbt. War sehr schade, ne, dass er hier gerade noch von der Zunge, das war aber eine magische Zunge hier von Mattinger. Und dann kriegen wir tatsächlich nur Limitless hier. Ist Mattinger rausgekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann hier, dieser Dive hat Toplane besiegelt, danach kann die Psychose nie mehr das Game spielen. War sogar ein schöner Sidestep von ihm, aber es gibt keinen Counterplay da. Es gibt einfach keinen Counterplay da. Danke an Himmelleier, willkommen. So, und dann gibt's hier der Repeat-Gank. Und da haben wir jetzt aber den großen Fehler gemacht auf der Botlane, dass wir den Gegnern zu viel Gold gegeben haben. An der Stelle, ne, dass Lucky und Shiggy haben hier Overextended auch sehr stark gespielt von Mattinger und Limitless hier. Schöner Engage, Shiggy gehittet, den Reset bekommen, Ivan-Move dazu. Das war sehr sauber, allerdings ein großer Overstep von unserem Team, da war man zu arrogant bisher. Dann sehen wir hier unten, Lychee hatte wirklich eine verdammt schlechte Zeit. Fail flasht hier, ne, nie in einer geraden Linie flashen, sondern links oder rechts verschoben. Wann kommt EU Nordic East Challenger? Nach der Worlds-Zeit, weil jetzt gerade ist halt zu cool, bei Worlds einfach zu spielen. Ein weiterer Highlight-Clip, ein weiterer Lychee-Tod. Das war schon der vierte oder fünfte jetzt, ne? So der vierte. Dann hier oben die Psychose. Mein Gott, diese armen Solo-Lane.
Das ist ja furchtbar. Aber hier kommt jetzt ein sehr, sehr gutes Play tatsächlich von Team Vess, die langsam nachchasen. Okay, man sieht es leider nicht, aber da wäre eins gekommen. Und dann hier der Fight, achtet auf die Shockwave, boom. Drei Mann gehittet, Shiggy mit insanen Snipes, einfach ganzes Team instant tot, kein Counterplay. Ja. Warum eigentlich kein Stream auf dem NNO Prime-Kanal? Ich bin der Einzige, der praktisch Lust hatte zu casten. Die anderen machen ja aktuell alle den Worlds-Cast und sind halt sehr ausgelastet, wenn es ums Casting geht. Und das ist halt, also dann war es okay praktisch, dass ich es auf meinem Kanal mache. Weil das ist halt, wenn ich es ausschalten muss immer und NNO Prime raiden und dann auf dem NNO Prime-Kanal das Ganze machen und wieder zurück, dann ist halt immer ein ziemlicher Hustle und ist natürlich sehr schlecht für mich, weißt du? Kurain, vielen lieben Dank dir für die drei. Schön, dass du da bist. Arwin hatte, glaube ich, nicht so Lust einfach. Der hatte, glaube ich, nicht so Lust. Der ist einfach im Solo-Queue-Fieber aktuell. Die casten alle Worlds. Ja, die casten alle Worlds. Wieso castest du nicht mit Tolkien Worlds? Tolkien ist in Berlin und ich bin in München. Ich brauchte halt relativ lang hin, weißt. Ich finde, Tambot einen Jabba the Hutt Skin. Ja, aber da wird Disney dich wahrscheinlich verklagen, wenn du einen Jabba the Hutt Skin rausbringst, oder? Was meinst du? Argon ist gebrochen von der Solo-Queue-Welt. Ist der nicht Challenger jetzt mittlerweile schon? Ich glaube, der ist sogar schon Challenger. Der ist so am Piesen aktuell, der Boy. Der hat irgendwie, der jetzt in kürzester Zeit hat der 500 LP gemacht, in ein paar Tagen. Der hat 250 Games in einer Woche oder so. Was? Der hat einfach 250 Games in einer Woche gemacht. Danke an Kirem für den Support. Einen wundervollen. Oder oh, das sind zwei Wochen mittlerweile, ne? Ja, wie viele Wochen sind das? Stepstone hat mal kurz in einem Privatchat und fliegst nach Berlin. Na, tatsächlich ist bei mir, für mich ist nach Berlin mit dem Zug fahren schneller als mit dem Flieger. Weil in München ist es so, dass der Flughafen, dieser Franz-Josef-Strauß-Flughafen, ist sehr weit außerhalb von München, wisst ihr? Der ist in, ich weiß nicht, da brauchst du, brauchst halt über eine Stunde, brauche ich da hin. Und der, mittlerweile die Zugverbindung zwischen München und Berlin mit diesem Sprinter geht halt so schnell, wisst ihr? Das geht halt so schnell. Also in Hallberg-Moos, genau, ja. Das ist schon ordentlich weit weg. Du brauchst halt mit diesem Sprinter, brauchst du, ich glaube, 3 Stunden oder 3,5. Ich finde es geil, dass du so Fitness durchziehst. Ja, macht Spaß, ja, macht Spaß. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob der hat halt gerade ein Kind bekommen, aber Sascha Huber macht ab und zu mal Workouts mit so anderen Creatern. Ob ich mir da vielleicht mal so ein persönliches Workout von dem abhole. Also wenn das geht, ne? Ich würde zumindest fragen, kostet ja nichts. Ne? So. Ja, würde ein Mickey-Twitch-Skin fühlen. Was ist ein Mickey-Twitch-Skin? Das überlebt man nicht. Tatsächlich hat mir auch jemand, den ich in... Also ich war doch in Mexiko, wenn ihr euch noch erinnert, bei dem Kings League-Event. Und bei der Kings League, da war ein Fußballer dabei, der Moritz Leitner. Und der hat mich jetzt angeschrieben, jetzt wo ich immer diese Fitnessbilder auf Instagram mache, dass er, der kommt auch aus München und der wird mir anbieten, mit mir zu trainieren. Das wäre auch cool, glaube ich. Das wäre auch cool. So. Oha. Ja, der ist halt, wisst ihr, das Problem ist halt, der ist halt crazy fit, der Kerl. Also der war ja Profifußballer bei Dortmund, der saß ja bei der Champions League auf der Bank. Der ist schon richtig, der ist richtig krass, der Kerl. Der ist richtig krass. Moritz Leitner ist ein Ehrenmann. Ja, das ist ganz netter ist das. Der war, wie gesagt, der war bei dem Event mit dabei. War ganz netter. Würde auch gern so einen Trainer haben. Ja, also erstmal, wisst ihr, brauche ich ein Grundlevel an Fitness. Da bringt dir ein Trainer, bringt dir gar nichts, wenn du überhaupt nicht, also die Grundübungen kannst. Ich meine, ich bin aktuell, ich schaffe nicht mal 10 Liegestützen. Ich schaffe nicht mal einen Klimmzug, wisst ihr. Also ich muss vielleicht erstmal mich um ein bisschen andere Sachen kümmern, bevor ich an so ein Profitraining mit so einem Sportler denke.
Danke an Roshi und der Matze. Dr. Müller-Wohlfahrt hilft. Ich muss tatsächlich mal wieder in dem seine Praxis. Ich war ja schon mal da wegen meiner Hand und ich wollte die mal nachspritzen lassen, die Hand. Zehn Liegestützen sind aber ohne Übung auch sehr schwer. Ich habe das bei dem Sascha Huber Workout gemerkt, dass du ganz schnell eine Verbesserung hast bei deinen Liegestützen. Am ersten Tag konnte ich keine. Beim nächsten Mal konnte ich dann schon 3, 4 auf den Knien, dann 10 auf den Knien, dann kannst du 4 oder so und 3 auf den Knien und so. Das geht so schnell bei Liegestützen. Markus Rühl schafft auch keinen Klimmzug. Ja, der Mann wiegt aber 300 Kilo und davon ist 250 Muskelmasse, weißt du? Was für eine Spritze? Ja, das ist so Hyalinsäure und Cortison für die Entzündung in der Hand. Wobei aktuell habe ich toi 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 keine Probleme mit der Hand. Also die ist aktuell wieder gut, aber es ist einfach zur Sicherheit, weißt du? Der hat gesagt, dass man da alle so und so sollte man da mal nachspritzen. Wer hat die erste Runde gewonnen? NNO in 22 Minuten. Jetzt kommt Runde Nummer 2. Wir gucken mal auf den Draft, Leute, würde ich sagen. Wir sehen, wir bannen Ivan und Syndra und was ist das für ein Disrespect? Die 010 Syndra, die 010 Gna und Ivan gebannt. Die haben einfach, unser Team hat... Ah ne, das sind die Picks aus erster Runde, oder? Was? Nee. Das sind die Picks. Ach, ich bin so doof. Ich dachte, um Gottes Willen, was passiert hier? Oh mein Gott, das ist ja Fearless Draft. Sorry, Leute, ich dachte gerade, um Gottes Willen. Es ist ja Fearless Draft. Ich hab's ganz vergessen. Boah, Leute, ich dachte gerade, es ist ja Fearless Draft. Was passiert denn hier gerade? Okay, also Fearless zum Verständnis. Das ist ein Game Mode, bei dem praktisch alle Champions, die in der Runde davor gepickt waren, sind jetzt gebannt. Das heißt praktisch, du hast einfach 10 zusätzliche Bans von Meta-Champions. Oh, sorry, Leute. Oioioioio, da hatte ich kurz Schiss, Ich glaube, die Bans zählen bei dem Fearless-Mode, den sie machen, hier leider nicht mit rein. Wir werden jetzt ein paar von den übrig gebliebenen Priority-Picks erstmal sehen. Die Poppy, aktuell einer der beliebtesten Champions. Zix, Versatile, auf Botlane wahnsinnig stark. Blocker für viele AD-Champions. Extrem starke Lane-Kontrolle. Jesus Jürgen, vielen lieben Dank für den Support. BO3 oder BO5, das sind BO3s, sind es. BO3s. Das heißt, du kannst praktisch maximal 20 Zusatzbands haben. So, und der Ion ist auch noch offen. Ne? Die Kombo natürlich aus Zix mit Ion unglaublich stark, weil du hast den Magic Damage auf der Botlane. Sejo auch noch ein realistischer Pick. Allerdings Sejo auch sehr gut paarbar mit dem Ion. Deswegen fraglich, warum man den Ion nicht vielleicht ein bisschen früher gepickt hat. Vielleicht hat man gescoutet, dass Litchi und Psychosis ihn nicht spielen können. Oder vielleicht fühlt sich Seri noch nicht so wohl auf Ion. Wäre eine sehr starke Rotation. Oder man weiß, dass Litchi zum Beispiel ein Akali-Spieler ist oder ein LeBlanc-Spieler und möchte nicht in diese Matchups reinpicken. Dann wartet man auf der 3, pickt den Ion und bannt dann die Akali und die LeBlanc, damit man ein gutes Matchup bekommt praktisch. Und man sieht jetzt hier, Litchi zeigt sogar schon die Akali, will also präventiv diesen Third-Pick auf Ion vielleicht verhindern. Wenn er jetzt hier die Akali picken sollte, dann erwarten wir wahrscheinlich von Serien selber sowas wie die LeBlanc, könnte man hier nehmen. Okay, sie nehmen die Akali. Jetzt ist der Ion nicht mehr so interessant, ne? Ich glaube, die Idee war klar, Ion auf 3 und dann Akali bannen. LeBlanc ist tatsächlich schon gebannt, sehe ich gerade. Das heißt, jetzt die Frage, was kann Serien hier noch gegenpicken in der Mitte? Gegen die Akali. Wie sieht es bei ihm aus mit einer Kassadin, einer Vec, Galio, Lissandra? Sind das Champions, die er spielt, auf die er Lust hat? So wie es aussieht, entscheiden wir uns erstmal, den Renekton zu securen. Wir haben Renekton secured. Ist ein Staple auf der Toplane, hat nicht wirklich schlechte Matchups. Du kannst jetzt hier theoretisch noch Bans machen. Ich meine, es wäre auch Sillas noch offen, theoretisch, als Pick gegen die Akali. Talia mag ich nicht so in dem Matchup. Aurora wäre noch eine Option. Aber ich bin gespannt, was jetzt WS hier einschränken möchte, auch für Picks. Wir werden wahrscheinlich halt schauen, entweder AD-Carries oder Top-Laner rausnehmen.
Die Poppy ist immer noch flexibel zwischen Top und zwischen Support. Ne? Also die zwei Möglichkeiten gibt's. Tatsächlich respektiert Wes den Jon so sehr, dass sie ihn bannen, obwohl sie den Counterpick dafür locken und er nur Mitte gehen kann. Das ist sehr interessant. Natte, Fearless ist ohne Bans. Ne, das ist praktisch ein Fearless-Mode, wo du alle Champs aus der Vorrunde sind gebannt und du hast Bans zusätzlich. Ich bin gespannt. Also wir nehmen tatsächlich Support raus. Das heißt, wir tippen auf eine Poppy Toplane hier. Alistar Ben würde jetzt allerdings zeigen, dass wir nicht Sillas wollen. Das ist ein bisschen komisch jetzt hier, die Einschränkungen gerade. Ich weiß nicht, spielt Serien Ryze? Will er irgendeinen AD-Champ? Aber welcher AD-Champ wäre gut? In der Mitte mit Six? Kannst du Corki, Lucian, Triss? Sind alle nicht so gut gegen Akali. Rell auch raus als Engage-Support. Das heißt, es bleibt fast nur noch Nautilus über. Leona ist aus der ersten Runde raus. Vieles macht so interessante Drafts. Oh, Rakan habe ich vergessen. Rakan ist auch eine gute Wahl hier. Natürlich nicht so gut gegen Poppy, weil er alles von ihm halt interrupted werden kann, ne? Und da ist der Maokai-Pick als Support. Ist besser gegen Poppy, weil sein W durch das W von Poppy durchgeht. Könnte es Renekton Mitte sein von Serien? Könnte es jemals ein Renekton-Flex sein? Boah, ich bin hier richtig, ich bin hier richtig. Was ist wo? Das ist auf jeden Fall Mao-Support mit Six. Das heißt, du hast Doppel-Magic-Damage. Das heißt, du willst wahrscheinlich AD-Mitte, aber du musst nicht. Du hast auch zwischen... Also wahrscheinlich willst du AD-Mitte haben. Aber Jon ist jetzt raus. Yasuo gegen Akali. Yasuo könnte... Actually, ich glaube, es ist Yasuo hier, oder? Mit Mao und Sejo. Ich glaube, es ist Yasuo. Es muss Yasuo sein. Es muss Yasuo sein. Aber Yasuo gegen Poppy Gallio... Yasuo gegen Poppy Gallio? Es muss Yasuo sein. Oh mein Gott, es ist Garen. Es ist Garen, okay. Es ist Garen. Und es ist Renekton Mitte. Renekton Mitte Garen? Six Maokai? What? Bro, Fearless ist so wild, ne? Ich liebe das so sehr. Wann siehst du mal einen Garen im Pro-Play? Renekton Mitte Garen? What? Geiler Scheiß, ey. Das ist schon geil. Ihr könnt schon mal eure Demacias vorwärmen im Chat, ne? Wo ist der Damage und Carry? Das ist okay. Wir haben ein bisschen Low Damage, aber bis zur 30. Minute ist das, glaube ich, ziemlich egal, wenn du nicht behind fällst. Ich glaube, wir haben Winning Top, wir haben Winning Mitte, wir haben und Even Bot und Even Jungle. Also das ist schon ein hart, also ist schon harte Lanes, glaube ich, für die Gegner, um ehrlich zu sein. Das sind schon sehr, sehr harte Lanes. Und jetzt kommt die Zeit, auf die ihr alle gewartet habt. Und zwar, jetzt könnt ihr Fragen an Schox stellen, während ich ganz kurz meine Nase schneuzen gehe, meine Damen und Herren. Jetzt ist die Frage, wie läuft es aktuell mit seinem Tinder-Profil zum Beispiel? Das gerade, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Was habt ihr sonst so für Fragen an Jan? Wie war die Zeit in Brasilien? Wo gibt's die besten Essen-Bowls? Ich gehe ganz kurz Nase schneuzen und dann viel Spaß mit Schox. Und bitte auch die Hymne einmal einsingen, Jan, ne? Aber ich von dir bitte eingesungen. Bis gleich, ihr Lieben. Viel Spaß mit Jan. Hallo. Endlich ist er weg. Ach, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich mache euch gerne mal die Hymne an. Die Fragen werden wir natürlich nicht beantworten, aber wir können wahre Fragen beantworten, um No Way zu exposen. Wenn ihr da Fragen habt, gerne her damit. Da erkläre ich euch natürlich gerne alles. Aber erstmal die Hymne, eine Sekunde. Achtung, seid ihr bereit? Ich möchte jede einzelne Person mit einer Flagge im Chat sehen. Für die Hymne. Ladet eure Flaggen auf. Noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Noch nicht. Und jetzt. NNO, mein Verein. Ich will für immer bei dir sein. Du wünschst dich so cool.
UNO. Oh. Vielen lieben Dank. Oh, so viele Flaggen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Alright, alright. Gleich geht's los. 1-0 Führung. Aber wir quatschen jetzt über die wichtigen Dinge. So, was wollt ihr wissen? Was sollen wir, wie sollen wir Noway exposen? Wie sollen wir Noway exposen? Ich mache euch nebenbei mal, damit ihr nicht so groß ein leeres Zimmer sehen müsst, mache ich euch nebenbei mal den hier an. Und wir exposen jetzt Noway. Ich verrate euch die dreckigsten Geheimnisse. Wie schlimm war der Durchfall in Mexiko? Also wenn ich jetzt Real Talk darüber rede, werden sehr viele Personen den Stream ausmachen und sagen too much info. Aber ich sag mal so, nach Mexiko bin ich nochmal zum Arzt hier gegangen und lag hier am Tropfen. Legit. Und ich bin immer noch in Behandlung. Aber das ist ein anderes Thema. Hallo, wir haben über Durchfall geredet. Nur einmal will ich mich hier hinsetzen und will einfach nur hören, dass du über irgendwas Normales geredet hast. Du hast über was Normales? Wie läuft's bei Tinder? Komm, ja. Hau raus. Wie läuft's bei Tinder? Hast du die Profil-Updates mit reingenommen jetzt? Ja, ich habe mich natürlich an deinen Tipp gehalten. Ja, und ja. Ich hatte und auch eine seitdem? Person, mit der ich sehr viel geschrieben habe. Let's go! Und wurde jetzt eine Woche gedonowalled. Also fühlt sich an wie mit dir schreiben. Oh, Seven. Ist wie mit dir schreiben. Nur du also, antwortest. Tut mir so leid, Mann. Du antwortest ja, manchmal. Das ist echt gut. Also die Frau, die da draußen, die ist direkt. Du wirst sie finden. Er tut mir super leid. Also, dein Profil ist legit gut. Das ist legit gut mittlerweile. Okay, danke sehr. Ich meine, wurde auch von dir gepimpt, ne? Also soll ich da noch reinschreiben? Ja, ja, ja. Profil gepimpt von Challenger-Spieler in League? Als Tipp, nein. Solltest du nicht reinschreiben, in meinen Augen. Ah, okay. Ja, naja, das wäre nicht so gut, glaube ich. Hast du das eine Bild ausgetauscht, wo man dich gar nicht drauf sieht? Ja, ich habe das gelöscht. Ich habe jetzt nur noch 3 Bilder. Vielleicht habe ich zu wenig Bilder. Jetzt musst du wieder ein paar Bilder nachbauen. Hast du schon ein Bild mit einem Tier mit dabei? Nee, aber meine Eltern haben einen sehr süßen Hund. Den süßesten Hund der Welt. Dann aber auch mal Angriff, ne? Meinst du, das kommt jetzt komisch, wenn ich meine Eltern anrufe? Hey, ich bin nicht oft zu Besuch, aber kann ich mal kurz vorbeikommen und ein Foto mit eurem Hund machen? Nee, das kommt, glaube ich, sehr natürlich, kommt das. Ich glaube, deine Eltern würden sich freuen, wenn du eine Partnerin finden würdest. Alter, ich glaube, wir machen... Das ist eigentlich ein Format, das brauchen wir unbedingt. Pimp My Tinder. Genauso wie Pimp My Ride von früher. Ja, aber also bei Pimp My Ride sind halt Experten, die sich mit Autos auskennen. Wer macht das Format bei dir, bei Pimp My Tinder? Ja, aber ist es nicht sehr viel lustiger? Ich habe keine Ahnung von Frauen. Ich bin praktisch chronisch alleine. Kann ich nicht die besten Tipps geben? Ja, aber du musst, also wenn da dann Pärchen entstehen, musst du die auch einladen zu dir. Ja, das stimmt. So nach einem Monat, wenn es einen Monat gehalten hat. Ich hab aber schon einen negativen Riss, ne? Ja, aber der negative Riss ist manchmal der beste Riss, weil das Wichtigste ist einfach confident sein und dazu zu stehen. Ja, aber ich bin auch nicht confident. Ich guck primär auf den Boden. Ja, aber du bist confident mit deinen League of Legends Skills und das ist attraktiv. Nee, bin ich nicht. Ich bin Hardstack Low Master. Ich habe überhaupt keine Confidence gerade. Ja, du bist immer voll confident, dass du der typische Nerd bist. Und solange du das embrace. Da bin ich confident, ja. Yeah. Der typische Nerd bin ich. Solange du das embraced, ist das was Gutes. Ich kann dann Gäste für die Jury, da kommt Essen Karma vorbei. Und fragt, können Sie mal Bomber sagen, junge Dame? die wichtigen Fragen tippen, apropos. Ne? Im Chat wurde gerade eben eine wichtige Frage gestellt. Wann gehst du endlich raus und hast das Keck W auf deine Stirn geschrieben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte jetzt keine Events, wo ich es machen konnte in letzter Zeit. Das muss ja kein Event sein. Du musst wo viele Leute sind, oder nicht? In München Innenstadt. Gehst du nie raus? Nee. Da, keine Drogen, Leute. Das ist Gelo Revoice, okay? Keine Drogen. Weil, also so langsam wird es mal Zeit. Wie lange ist denn das schon her hier? 3 Monate? Also das ist zu lang her, ja. Ziemlich traurig. Und dann musst du auch noch Minigolf spielen mit anderen. Ich habe das Gefühl, du machst diese ganzen Challenges und
All diese Strafen denkst du dir aus und du löst die einfach nicht ein. Das ist richtig ehrenlos okay, von dir. Aber jetzt zu meiner Verteidigung. Bei dem Clown-Golfen und beim Minigolf habe ich mehrfach nachgefragt, okay? Ich habe mehrfach nachgefragt, ob wir das machen. Und leider hat es nicht geklappt. Den schreibst du. Und mit Tashi antwortest du nicht und mir auch nicht. Viel Spaß mit dem Game. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das war wieder Jan. Applaus, du blöder Wichser. Ne? Jan, wuhu. Wir haben ihn alle sehr, sehr gerne, ne? Dumme Sau, Danke an der Schwabe für den Support. Willkommen, der Schwabe. So. Meine Damen und Herren, wir gehen rein in die nächste Runde. Das ist eine sehr, sehr spicy Runde, um ganz ehrlich zu sein. Weil wir sehen jetzt hier einen Midlane Renekton gegen Akali. Ich glaube, das Matchup ist nicht gut für Renekton, ehrlicherweise. Gegen Akali, weil der Pool einfach so hart Damage denied. Forst allerdings die Akali so ein bisschen anderen Build zu spielen, glaube ich. Oh, da muss er aufpassen. Den Level 1 Trade verliert er auch gegen Akali. Sehr unklug. Und Garen gegen Poppy sollte sehr gut für Garen sein, in meinem Gefühl. Ich glaube, das Matchup ist sehr rough. Also wenn die Psychose wieder so behind fällt, dann hat sie ein großes Problem. Aber diesmal hat man einen Jarvan, der early ein bisschen aktiver sein kann. Seht ab nächstes Jahr auch Worlds mit Fearless Draft. Nee, ich glaube, Fearless Draft wird im höchsten Competitive Level nicht gemacht, weil es die Competitive Integrity des Spieles reduziert. Weil du praktisch, du möchtest ja optimiert spielen und Fearless erzeugt unoptimiertes Drafting. Wobei ich ehrlicherweise finde, dass Fearless die Skill-Komponente von Pro-Playern signifikant erhöhen würde, weil sie breitere Champions-Pools haben müssten. Boah, das Bomb-Plating hat ihn gerade so den Hintern gerettet. Wow. Wow, hat ihn gerade das Bomb-Plating dahinter gerettet. Also ich würde sagen, dass vieles für die Spieler und für die Coaches wesentlich höheres Skill-Level erfordern würde. Allerdings, wenn du Fearless-Draft machst, dann müssten es alle machen. Weil ansonsten wären halt die, also wenn die in der, oh shit, weit unten. Maokai W ist raus. Beide Sums hier gegen einen Sum getradet. Nicht so gut. Oh, aber Limitless. Oh. Schicke! Shiggy mit den Castern. Leute, ich sag euch, wenn diese Meta gewesen wäre, als wir EO Masters gespielt hätten, wir EO Masters gewonnen. Shiggy auf Castern ist so eine Bestie, Mann. Der spielt die alle so gut. Oh mein Gott, der hat den Ken verfehlt. Psychose hat so einen schlechten Tag, ne? Oh, die Psychose hat ja so einen schlechten Tag. Don Wombat, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Sie rennt kein Flash hier, aber man kommt nicht ran, reagiert früh genug. Aber der Mattinger auch noch am Stadttier. Serien, vorsichtig, er hat nur noch den einen Dash. Wenn der Flash hier kommt mit Nimbus, dann ist man tot. Serien gibt vielleicht einen Kill-Up hier. Litchi bekommt ihn. Litchi sehr, 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 sehr low. Aber der Wave State in der Mitte terrible. Und wir könnten die erste Partie haben, wo Serien nicht performt auf der Lane. Er ist jetzt in nicht dem besten Matchup und ordentlich behind gesetzt durch den Freeze. Hat zum Glück noch TP, aber jetzt Lucky auch noch mit dem Soft-Int dabei. Litchi hält gut sein E, Schlatan geht in drei Leute rein. Wird wahrscheinlich überleben. Jetzt kommt Serien dazu nach dem TP und das Play ist geturnt. Wes hat übersteppt. 2-1 hinten raus. Dietz und Veronik, vielen lieben Dank für den Support. Es ist von Riot schon ein drittes internationales Event besteht, das viele Draft haben. So, ist das dann der Ersatz für... Ja, weißt du, die Sache ist, also wenn die Hauptevents, also MSI und Worlds, ohne Fearless Draft sind, ist immer noch ohne Fearless halt der primäre Spieltyp. Aber trotzdem cool. Also ich finde, Fearless ist was einfach spannend wäre zu sehen. Allerdings ein drittes Event, das nicht denselben Prestigegehalt hat, wird dann als Fun-Event und keiner wird was umstellen an seinem Training. Weißt du? Also ist halt nicht so viel wert, ehrlicherweise. Aber es wird wahrscheinlich All-Stars dann ersetzen von früher. Yoko, 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 die Gesichtsfichte und Stegonix. Oh, schön ja von Madfinger. Kriegt eine Menge Damage hier, ist aber 2v1. Und jetzt kommt Lucky dazu, keine Cooldowns mehr auf dem Mettinger. Wird reingehittet und kriegt den Freekill ab, ne?
Deswegen solltet ihr als Tank-Support nicht Solo-Kills auf einen Full-Life-Gegner versuchen, weil jetzt steht euer AD-Carry isoliert auf einer großen Wave am Turret. Und kann man den hier diven? Man versucht es nicht. Man weiß, dass der Jarvan im Bereich ist. Schlatan sieht Litchi. Litchi noch nicht 6. Lucky kommt auch dazu. Litchi jetzt in großer Gefahr hier. Optimaler Bramble Smack. Kann nur in eine Richtung gehen. Man hat keinen Spell zum Connecten. Aber Akali wird ihr eh hier wieder bekommen und sollte fein sein. Schön gespielt von der Litchi. Schön ausgetribbelt. Besteht die Möglichkeit, dass NO Prime später reaktiviert werden könnte? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, also, ich will ganz transparent mit euch sein. Eine Orga zu sein, Geschäftsführer zu sein, ist eine Erfahrung, die wir froh sind, gemacht zu haben, aber auch eine Erfahrung, die wir nie wieder machen wollen. Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Das war also ein absolutes Desaster. Das hat uns als Kollegen, als Freunden, glaube ich, sehr wehgetan, dieses ganze Projekt. Serien hier in der Mitte kriegt den Damage, kriegt den AOE, ist so schön gespielt. Wusste, er kommt zurück, will die Wave nicht aufgeben. Jetzt verliert man die ganze Wave, obwohl man so ahead war davor. Hier gibt es auch noch einen Farm. Serien kann dazu kommen. Große Zix-Ult trifft knapp nicht. Aber alle sind low. Man kann durch die Mitte gehen. Schlandern kriegt aber die Aggro, nimmt die Aggro sogar. Ich glaube, das war Absicht von ihm. Und es kommen alle raus. Schön gespielt von den Jungs. Hast du dann eigentlich keinen Strang mehr zu Tolkien? Ich meine, wisst ihr, wir wollen ja NNO alt weitermachen. Das heißt, Tolkien und ich müssen uns eh irgendwann mal zusammensetzen. Realistisch gesehen. Und schauen, wie wir zusammen zurechtkommen. Ich glaube, es ist bald an der Zeit, dass man sich wieder mal an den Tisch setzen kann. Und danke an Shorterkrapfen. Vielen lieben Dank dir für den Support. Willkommen. Mich denn mit Tolkien? Na, wir haben einfach einen Abstand gehalten seit Frankreich ist, ja. Es gab ja in Frankreich gab es die Aktion, da haben wir einfach Abstand gehalten voneinander für eine Weile. Man braucht da einfach so ein bisschen Zeit, wisst ihr? So, schön ein Gates von Litchi hier. Trifft die volle Kombo. Shiggy in Gefahr. Oh mein Gott. Shiggy ist sogar schlecht geflasht, aber Litchi hat Panik bekommen. Und jetzt ist er in dem Busch. Zu seinem Glück hat Shiggy keine Ult. Wenn er ihn da noch einmal gestoppt hätte, hätte er Maulkrieg bekommen. Ja. Okay. Wir kriegen währenddessen die Goops. Erster Drake ist auch noch ab. Wir sind schon wieder massiv vorne. Aber die nächste Runde spielen wir gegen ein Tier-1-Team. Und da wird es dann erstmal richtig spannend. Weil das ist der erste wirkliche Test für unser Team, glaube ich. Die nächste Runde. So. Wieso denn sagt? Leute, das ist, wie gesagt, das ist kein Thema, über das ich reden möchte. Das kommt immer mal wieder auf. Am Ende des Tages ist es einfach was ich vergessen möchte und mit dem ich nichts mehr zu tun haben will. Wenn euch das interessiert, ihr könnt das nachlesen. Es gibt Videos dazu von den verschiedenen Parteien. Das ist halt einfach was sehr Traumatisches gewesen, was einfach unsere Freundschaft sehr belastet hat. Bisher. Wir waren ja davor sehr gute Kollegen und wir haben sehr viel miteinander gemacht und auch immer Challenges und so gemacht und uns gegenseitig supportet, zusammen gecastet und Co. Ich habe ihn ja damals auch mitgenommen zum LEC-Finale. Das hat einfach unsere Freundschaft für eine Weile belastet, wisst ihr? Aber jetzt mittlerweile, das ist jetzt 1,5 Jahre her oder 2 Jahre her und jetzt langsam wird es einfach besser, wisst ihr? Aber das ist nichts, worüber ich groß reden möchte. Okay, wir gehen hier. Die versuchen einen Fight, aber sie spielen den Shiggy rein. Lucky allerdings sehr low. Große Zix-Ult. Lucky Flash wird aber austicken am Ignite hier. Nein. Wow, der hat ein Leben oder so. Also, die haben echt. Also, Wes hat echt. Die haben eine schlechte Zeit hier auf dem Rift, Leute. Die haben echt eine schlechte Zeit hier auf dem Rift. Meine Güte, ist das eine schlechte Zeit, Uiuiuiui. Habt ihr neue Spieler in der Europa? Meinst du, das Game sei ein Test? Nee, das ist einfach, also praktisch bei diesem Turnier ist es so, dass unterschiedlich starke Spieler mitmachen und Teams mitmachen können.
Und jetzt West zum Beispiel ist ein Team, die sind zweite oder dritte Division. Ich könnte es dir nicht genau sagen. Und das ist natürlich eine Pflichtveranstaltung für unser Team. Ja? Ganz klar. Das ist einfach eine Pflichtveranstaltung hier. Und man sieht, dass sie diese Pflichtveranstaltung sehr, 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 sehr gut handeln. Sie dominieren ihre Matchups, sie dominieren ihre Lane, sie dominieren das Makro. Das ist genau, was wir sehen wollen von einem Team wie unserem. Aber es ist natürlich ein Team, das nicht auf demselben Level ist, das nicht dieselben Ressourcen hat. Und deswegen ist es natürlich aktuell wichtig, dass sie Stärke zeigen, aber die wirklichen Tests, die wirklichen guten Gegner, die kommen halt noch, wisst ihr? Das ist so ein bisschen, kennt ihr den DFB-Pokal zum Beispiel? Das ist so ein bisschen wie der DFB-Pokal. Demacia, Demacia! Das Matchup oben ist halt so frustrierend, ne? Aber die Poppy hat sich sehr gut geschlagen bis jetzt, muss man sagen. Aber ich glaube, desto länger das Matchup ist, desto schlimmer ist es. Lichi möchte hier vielleicht mit Ult reingehen, kommt aber nicht ran. Schlatan ist wieder am Covern, unser Team da sehr, sehr schnell. Eclipse ist auch schon ab und Liandry ist noch nicht. Schlatan dasht easy einfach raus. Renekton sieht doch gut aus gegen Akali. Ja, sieht gut aus. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine große Overextender und Akali kriegt hier in dem Fight Kills. Serien kann er gewinnen gegen die. Oh nein, er lässt die. Er greedet. Und jetzt stirbt er auch. Oh mein Gott. Oh, Serien ist einfach zu gut. Er ist einfach zu gut, ey. Oh mein Gott, das waren. Die Gegner haben alles in die Waagschale geworfen da gerade. Wirklich alles. Und sie sind alle gestorben. Alter. Mein Gott, ey. Das sah so schlecht aus, der Fight zwischenzeitlich. Das war so ein perfekter Angle für das Gegnerteam. Aber wir konnten supporten mit der Zix-Ult von unten. Und dann Serien hat einfach zu gute Stats aktuell. Und jetzt kriegen wir halt einen kompletten Turret für Scarface. Das heißt, das Toplane-Matchup wird jetzt gleich boom. Ne? 1,5k Gold Unterschied, weil du geroamt bist als Toplaner. Na, viel Spaß, Kollege. Und jetzt bist du einfach ein Item hinten. Du bist einfach ein fucking, eine Komponente, bist du einfach jetzt hinten, weil du geroamt bist, weil du deinem Team helfen wolltest. Und jetzt schaust du aber richtig in die Prärie, ey. Wenn du der Toplaner bist. Das ist auf der Toplane ist das so gnadenlos. Wenn du einen schlechten Roam machst, ist es einfach direkt over. Lucky jetzt hier in Gefahr, muss vielleicht flashen. Die Gromp! Schlatan zieht die Gromp an den Rand und out. Oh mein Gott, Alter, das war. Habt ihr das gesehen? Schlatan hat die Gromp an den Rand gezogen, damit Lucky wehen kann, weil er keinen Flash hat. Der hat sich vor die Gromp gestellt und hat die dahin geködert. That was pretty good. That was pretty good. Also. Jetzt gucken wir mal hier. Also Schlatan jetzt hier natürlich in einer. Der ist, I mean, er ist als Tank. Er hat nicht die besten Möglichkeiten im 1v1, aber ist auch schwer zu töten. Er versucht natürlich sein Camp gerade zu behaupten. Wir mussten nach dem Play wieder auf die Map. Tempo aufbauen. Wir wollen wahrscheinlich die Gubats hier noch spielen im nächsten Schritt. Die sind allerdings nicht mehr lange da. Also man hat jetzt nur 40, nicht mal 40 Sekunden, um die zu machen. Vielleicht nimmt man sich einen noch, damit man eben auf die Viere kommt. Nice, nächster Kill von Scarface. Man sieht den True Damage, wie er reinkickt. Litchi in Gefahr. Seju-Ult vermisst ganz knapp. Maokai-Ult aber da. Keine Vision, aber man sieht so viel AOE. Litchi kommt mit einem HP raus hier. Aber damit können wir jetzt die Mitte öffnen, kriegen vielleicht sogar noch ein Plättchen hier. Jawohl. Können Demolish auch noch brocken. Das heißt, wir kriegen noch eine Platte hier. Wir werden nicht zu dem Execute-Punkt leider kommen mit Six, oder? Nein, oh mein Gott, doch. Er hat W-Second gemaxed, oder? Dann geht der Execute Threshold geht auch hoch. Meinst du, Serien könnte LEC spielen? Serien auf jeden Fall, ja. Serien auf jeden Fall. Ich glaube, Schlatan ist actually auch sehr nah dran. Schlatan ist actually auch sehr, 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 sehr gut. Es kommt halt darauf an, wie sie sich in den Tryouts behaupten. Sie haben auf jeden Fall Tryouts. Und dann muss, kann man halt hoffen, dass sie in die LEC kommen. Schade. Jetzt haben wir jetzt schon wieder 7,5k Gold-Lead nach 14 Minuten. Eine absolute Klinik. Und ihr dürft ja nicht vergessen, natürlich sind es Tier 2, Tier 3 Teams, gegen die sie spielen. Aber das sind trotzdem konstant Master- bis Challenger-Gegner. Und die führen die vor. Jede einzelne Runde ist völlig unplayable. Das ist wie so ein Schraubstock, ne? Der sich einfach, der einfach alles Leben aus diesen Teams presst, wisst ihr?
Und jetzt Toplane ist gerade keiner von uns am Covern. Das heißt, vielleicht verlieren wir den Tier 1 mit Bounty oben. Battle Dwarf, vielen lieben Dank dir für den Support. Schön, dass du am Start bist, Battle Dwarf. Wäre nicht in der LEC zu sehen, wäre ein Skandal. Es kommt einfach darauf an, wie er sich bei den Tryouts schlägt, Leute. Das kann keiner wissen. Er muss bei den Tryouts halt abliefern, er muss gut dabei sein und dann wird er in der LEC sein. Woher kommt Serien Türkei? So. Jetzt gucken wir mal hier. Limitless läuft drauf. Lucky ist in Hot Pursuit, aber wahrscheinlich wird man ihn nicht erwischen hier. Lucky kann nachgehen. Aber du kriegst halt immer ein Execute oder ein TP. Was? Und jetzt kommt der TP raus. Scarf ist auch hier, hat seinen Stridebreaker, geht für seinen Phantom Dancer. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man hier weiter Progress macht. Man hat eine Comp, die doch sehr Melee-lastig ist. Du hast 4 Melee-Champions. Wie kommst du hier an die Generalen? Maokai-Ult kommt raus, Seju-Ult kommt raus, Sivir in Gefahr, TP kommt raus. Die Bombe trifft, hat er Storm Surge? Nein, hat er nicht. Das heißt, der ist am Leben. Aber einfach dieser Ball an Stats, den wir aktuell haben, ist einfach zu stark für Wes. Es ist einfach zu stark. Wir haben keine Möglichkeit. Serien kann ja nochmal Eclipse brocken, stirbt aber trotzdem jetzt sehr overdive. Lucky stirbt auch noch, aber Demacia kommt raus. Also die Akali Litchi hat hier ein viel, viel besseres Game, muss man sagen. Wieso spielst du nicht mehr in dem Team? Weil ich nicht gut genug bin. Und außerdem bin ich halt mittlerweile ein Streamer, weißt du? Wirft er das W noch? Hat er es noch? Nee. Stridebreaker Proc kommt raus. Shiggy konnte damit ganz knapp nicht getauntet werden über den Slow. Wieso letztes Turnier? Weil danach das Kapitel vorbei ist mit NNO Prime. Wir werden danach kein Pro-Team mehr stellen, weil wir es uns schlicht nicht leisten können oder wollen. Er hat die Spieler gescoutet. Die Spieler für NNO hat gescoutet Kanani und Argorin zusammen. Jetzt hier allerdings wieder der klassische Overstay von unserem Team leider. Lucky wird diesmal nicht genug Distanz bekommen. Und wir machen viele Fehler und wir haben eine Comp, die nicht viele Fehler verzeiht. Und die Seele ist noch ab. Das heißt, 3 gegen 5 weit an der Seele ist riskant. Man könnte es probieren. Schlatan ist tanky. Big Damage hier von Shiggy auch von der Seite. Serien jetzt auch da. Die Ulti trifft nicht so gut. Litchi an Shiggy dran. Aber jetzt ist der Fight gesplittet. Durch den Damage des Six wird das gesamte Gegnerteam gezoned und die Psychose wird einfach sterben. Und man kriegt hier tatsächlich den Drake nicht. Wenn der Jarve nicht aufpasst, stirbt er sogar. Da kommt noch ein Bömmchen, wird aber gedodged. Litchi unten, Schlatan mit der Ulti, trifft gut. Serien kann aufräumen. Und jetzt ist der Support auch in Gefahr. Kriegt man noch einen Slow rauf? Kann man noch peppen? Natürlich hat Shiggy die Innen gerade. Das macht einen großen Unterschied. Kann hier das E davor legen, aber die Ult kommt raus. Kein W von Serien. Ich muss ja einmal ganz kurz die Nase schneuzen, ja. Sorry, sorry. Das ist das letzte Game für heute, ja, aber es geht dann immer weiter. Scarface findet einen AD-Carry. Aber er muss nicht ulten, leider. Sonst hätte ich jetzt Demacia schreien können. Ja, 7k Gold ist der Lead nach wie vor. Jetzt wieder der klassische Overstay von uns. Aber die Tanks sind am Fighten, die Ults kommen raus und man tradet wahrscheinlich 1 für 1. Nein, der Jarve überlebt gerade. Litchi hat noch die zweite Instanz seiner Ulti, kann aber nicht wirklich viel machen. Wes hat hier einen Kill bekommen, die können damit sehr zufrieden sein. Aber es ist eben nur der eine Kill, den sie bekommen. Bedeutet letztes wieder, dass NNO danach aufhört? Genau, NNO Prime hört danach auf. Aber NNO Alt wird weitergehen, Leute. Aber NNO Prime, also wir werden wahrscheinlich mit NNO Alt wieder competitive spielen. Ich weiß nicht in welcher Liga oder wie, aber wir werden mit NNO Alt wieder aktiv werden. Natsu Dogarnius, vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass ihr da seid, Leute. Nein, 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 Limitless, nein, Limitless, nein, nein, nein. Oh Gott, nein. Dadum, dadum, oh, das wäre lustig gewesen. So. Ich meine, es steht doch nicht 100% fest, wie es weitergeht.
Aber wir hoffen, dass es dann eine Zukunft gibt für uns. Vielleicht sogar in der Div 1 selber. Was ist der Unterschied zwischen Endo Prime und Alt? Endo Prime war unser Versuch eines Pro-Teams. Das auch tatsächlich sehr erfolgreich war für die kurze Zeit der Existenz. Das ist dieses Team, das du gerade siehst. Scarface, Schlatan, Serien, Shiggy, Lucky. Davor hatten wir das Hertha-Lineup, ne? Mit Matislav, Lama Bear und Flamer. Ne? Jetzt haben wir praktisch auf dieses Team umgestellt. Und das war unser Versuch, eine Orga zu sein und ein Pro-Team zu stellen. Und wie gesagt, wir waren sehr erfolgreich, haben einen regulären Split als Erster. Leider EU Masters, ne? Ihr wisst alle, wie es gelaufen ist. Das war sehr, sehr frustrierend für uns. Immer knapp vor dem großen Ziel praktisch gescheitert. Ist hier schöner CC, Overextended von Leechy, kommt aber gerade so raus. Ne? Shiggy hatte knapp noch keine Ulti, ansonsten wäre das ein Desaster gewesen. Man hat jetzt den Wave Clear von Sivir, aber wir kriegen halt, wir squeezen die Map, wir nehmen den Mid-Turret währenddessen, wir bewegen uns schneller und vielleicht kann man den Bot-Turret auch noch nehmen. Top-Turret jetzt auch tot. Die Akali kann nicht mal defenden hier, wenn sie kommt. Die hat ja gar keine Ulti. Ne? Das heißt, der Turret wird wahrscheinlich einfach sterben. Wir sehen, Shiggy bombt einfach die Ults raus. Die war jetzt natürlich terrible, die Ult. Aber er hat sie trotzdem benutzt. Ne? Mit Tolkien dann weniger casten? Nee, Tolkien wird Fulltime-Caster weiterhin bleiben. Das ist sein Ding. Jetzt Serien geht hier in die Backline. Man lässt Shiggy hier zurück. Aber oben gibt es einen 1-für-1-Trade. Und jetzt kommen die Boys. Ne? Mettinger auch tot hier. Psychose in Gefahr, wird wahrscheinlich einfach von den CC-Boys abgeholt hier. Und dasselbe Problem, was wir im letzten Game gesehen haben, ist, dass Vess einfach zu spät online kommt. Und jetzt hier, die Akali ist gestorben, Scarface hat einfach jetzt die Base geöffnet. Klassischer Garen, du scales, du bist irgendwie nicht wirklich relevant und plötzlich ist der Game vorbei, ne? Und das ist jetzt schon wieder ein Win in unter 25 Minuten. Das ist, was wir die ganze Zeit schon sehen hier von unserem Team. Immer und immer und immer wieder. Was wir sehen von unserem Team. Dass einfach kein einziges Game hat bis jetzt länger als 26 Minuten gedauert in diesem gesamten Turnier. Das ist ein Stomp nach dem anderen. Das ist unfassbar, diese Dominanz. Auch gegen andere Div 1 Teams, die in der Gruppe waren. Ohne Chance, die Gegner gerade. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Ich hoffe, dass diese Leistung jetzt gegen die anderen, also gegen die Top Teams aus der Div 1 auch aufrechterhalten werden können. Hoffe ich wirklich sehr. Applaus, GGs in den Chat. Sehr, sehr stark. Nächste Runde wird ein großer Test aber gegen Big. Nächste Runde wird ein ganz, ganz großer Test gegen Big. Das ist unser erstes Top-Team, gegen das wir spielen. Also von den wirklichen Top-Teams. Also wahnsinnig, wahnsinnig starke Runde hier von ganz NNO. Super abgeliefert. Natürlich haben wir ab und zu overextended. Natürlich haben wir ab und zu ein bisschen zu viel versucht. Aber das kann man auch verstehen, ne? Wenn man halt so schnell so weit ahead kommt. Der Draft war sehr, sehr spicy. Ich fand, der Garen hat wahnsinnig gut funktioniert gegen den Tank. Sehr stabil von Scarface abgespielt. Und natürlich auch der Renekton in der Mitte hat wesentlich besser gedacht, als ich jetzt mir vorstellen konnte. Serien will weiter könnten. Ich meine, 1300 EP reicht nicht. Ja, der geht sofort in die Solo-Queue bestimmt. Also Miella und Cook kleppen Big aus dem Turnier. Das kann natürlich sein, ist aber sehr unwahrscheinlich, ne? Danke an Intensen und Neo Baldura. Willkommen. So, wann ist jetzt das nächste Spiel, ist die wichtige Frage, gegen Big. Das ist am 16.10., also diesen Mittwoch, gegen Big oder die DKB Academy. Das heißt, es kommt drauf an, ne? Die spielen gerade noch. Ich habe keine Ahnung, wie es da gerade steht, ne? Aber je nachdem, was bei dem Game rauskommt, können wir dann am Mittwoch hier wieder selber Stelle, selber Kanal mit unserem Team mitfiebern gegen einen richtig, richtig starken Gegner. Und das wäre natürlich nochmal ein wunderschöner Abschluss für das ganze Projekt, wenn die Jungs den Wintercup holen können. Ne? Das heißt, kriegen wir noch einmal die Hymne hin? Einmal die Hymne rein? Komm, noch einmal die Hymne hier. Du kannst Mittwoch nicht. Warum kann ich Mittwoch nicht? Natürlich kann ich Mittwoch. Natürlich kann ich Mittwoch. Warum soll ich Mittwoch nicht können? Da zockst du mit Dalu und Co. Ja, aber das ist ja, dann, das kriegen wir doch. Mein Gott, da kein Problem. Jan, ich krieg das. Mach die Hymne an jetzt. Wir finden da schon einen Weg. Oh,
mein Verein. Ich werde das weiter casten. Ich will das ganze Team betreuen für das Turnier. So viel Zeit muss sein. Ich stehe ja nur 2x20 Minuten gegen Big, weißt du? Du bist ich will, das ist das letzte Turnier von unserem Team. Da muss man, finde ich, schon dabei sein und Stimmung machen. Und da ist wichtig, dass noch ein paar Leute drauf gucken. Das ist so ein tolles Team, das sind so tolle Spieler. Und auch wenn es jetzt nicht für EU Master oder einen Sieg gereicht hat, die haben uns so viele schöne Momente gegeben, oder? Die haben uns so viele schöne Momente gegeben dieses Jahr. Alright. Danke an Jan für die Technik. Ne, auch da einmal großer Applaus. Jan. Jan, du geile Sau. Ne? Sehr, sehr gut. Und jetzt geht es weiter mit Solo-Queue, meine Damen und Herren. Let's go. Rein in die